ich sagen, Hanselbauer, das Gescheiteste war, wenn die ganze Wirtschaft der Teufel holen darf. Na, ist auch nichts davon. Aber meine Ruhe hätte. Das kannst du billiger auch haben. Ja. Übergib den Hof. Was hab ich noch? Deine Ruhe. Ja, und das Gnadenbrot. Nein, nein, mein Lieber. Bei meiner Tochter hast du kein Gnadenbrot. Okay, hör mal auf. Du, eine bessere Schwiegertochter kriegst du nimmer. Hm. Jung ist sie, ja. Sauber ist sie, arbeiten kannst und der Holz hat's bei der Hütte. Ja, mein Lieber, jetzt mach ich mal Zeit, dass sie endlich einmal was rührt. Bei deiner Tochter? Nein, bei dir. Also? Jetzt muss er mein Ente hergehen. Möchte wissen, wie ich droh bin. Einmal sagst du ja, dann sagst du wieder nein. Ich sag halt auch nein. Ja, warum sagst du noch zuerst ja? Ja, möchtest denn du als Wittüber im Austragshäusl allein sein? Ja, nachher heirat halt noch einmal. Was? Nachher hast du keine Unterhaltung. Ja, mir weiß ja gerade schön genug. Wie meinst denn, wer mich noch heiratet? Ja, gerade nur? Pass einmal auf. Du hast ein Geld. Und wenn man ein Geld hat, dann braucht man nicht schön sein. Nicht gesund sei, nicht gescheit sei, da gibt's genug gestandene Weiber. Ich will aber keine abgestandene. Nachher nimm doch halt einen Junge, oder? Nur schwer. Nachher musst du allerdings Lustbarkeitssteuer zahlen, aber das spielt ja bei dir keine Rolle. Nein, aber du, ich zahl mir an die anderen Steuern genug. Mhm. Herr Schaff Barbara, krieg jetzt hier mein Bier heute noch. Das ist doch zum Teufel halt mit den Weibern. So, Bauer, ich bin schon da. Ja. Da hast du jetzt dein Bier, gell? Ja, du, ja. Nein, Bauer, nicht so gleich, nicht so gleich. Das muss ich erst anwärmen, das ist nämlich eiskalt. Was? Und es gibt nichts Gefährlicheres als ein kalter Trunk in den erhitzten Magen. Mein Gott, dabei bin ich ja immer Durst. Bin ja so schon ganz verweckt bei der Hitze. Ja, das sieht man. Nein, Bauer, ich hab so viel Hitze in mir, dass das Bier sofort kämpfer wird. Ach, jetzt tut das Bier her. Oh! Seiten nochmal. Ja, pfui Teufel! Was denn? Das ist ja warm wie ein Froschweier. Mein Lieber, du musst ja 45 Grad Fieber haben. Nein, Bauer, das ist kein Fieber, das sind meine Hitzen. Ja, geh, schau, dass du zum Teufel kommst. Ja, das tue ich schon. Im Fegefeier bin ich nämlich schon. Ja. Du unterhältst dich mit dem Teufel auch öfters als mit dem Herrgott. Ja, geh weiter, bei so einer Weiberwirtschaft muss ich doch den Teufel holen. Weiter, die Barbara, die sorgt sich doch recht um die. Ja, der hier ist ja kein, mein Lieber. Die darf sich so lang sorgen, bis sie versorgt wird. Du, die, war doch gleich was in der Austragshäusl rein, ne? Möchtest du mich unterbrechen? Na, wo? Bist du noch gut beieinander? Was? Ein Hützen hat's auch. Ja. Du, da sparst du im Winter einen Haufen Holz. Na ja, wenn's auch kein neues Spielzeug mehr ist, aber bei dir kann es sein, dass es noch keinen Ableger von dir gibt. Ja, lieber lass mich auf den Teufel holen. Das besorgt nachher schon die Barbara. Ja. Da hab ich gar keine Angst. Mhm. Also, was ist jetzt? Hä? Sind wir uns einig? Na, bestell ich gleich Hochzeit. Ich sag nicht ja und sag nicht nein. Was sagst du da? Das kann ich dir heute nicht sagen. Ah. Du, Vater, gib mir mal den Zündschlüssel vom Traktor. Was möchtest du heute noch mit dem Traktor? Ja, das Fassel mit dem Odel fahr ich noch schnell hinaus. Was? Das kann man doch bei der Hitze nicht stehen lassen. Da wird's gestinkert. Das hat doch die Straße heute schon rausgefahren. Nein, das ist nicht gut möglich, weil es noch draußen steht. Ja, Chinesen, die wird doch nicht. Na, der spielt ja Stange gerade. Ja, das fällt jetzt schon gar nicht mehr auf. Na, Schwiegervater, wie steht's jetzt? Ah, oh, da wird was haben mit Schwiegervater. Ja, tut der Vater noch nichts dergleichen zum Übergeben? Mein Lieber, das ist ein ganzer Dickschädler, der. Allerweil ausziehen und vertrösten. Wenn's meinst, du hast ihn, nachher ist er da schon wieder durch die Finger, wie ein Fisch. Mei, bis der mir übergibt, aber bin ich nicht mehr heiratsfähig. Na ja, wart nur, Magnus, den bearbeite ich schon so lang, bis er ans Tun wird. Na, das erlebst du nicht, dass mein Vater was zu tun wird. Wo ist denn die Stase, dieses Regimentsrindfisch? Na, die muss jeden Augenblick mit der letzten vorkommen. Warum? Die fangt von mir nur nicht, dass der Teufel holt. Jetzt hat er endlich wieder einen Grund, seinen Schutzpatron anzurufen. Ja, soll ich bei sowas vielleicht sagen, lieber Gott, ich danke dir. Ja, was hat's denn gegeben, Vater? Ja, was? Fahrt dieses Rindfisch nicht mit dem Wasserfassel zum Blumenkirsten auf die Wiesen aus. Und das Odelfassel lasst stehen bei der Hitze. Soll ich da nicht den Teufel reinfahren? Ja, der wird jetzt in den Odelfassel reinfahren, dass er recht stinkt und ich nachher kein Teufel mehr rühren kann. Ach, geh du mit deinen blöden Witzen, weißt. Ja, da kommt ja schon gerade. Stasi, geh mal rein da. Mein Lieber. Da kann doch die Stasi nichts dafür. Hättet ihr halt zuerst sagen sollen, was für ein Fassel nehmen soll. Ja, das sag ich auch. Ja, sag ich auch.
gibt's? Der Teufel soll dich holen, wie es gehst und stehst. Das ist nichts Neues. Warum? Was ist denn los? Was hast denn du heute auf die Wiesen rausgefahren? Ein Odel wirft man angeschafft hast. Ein Dreck hast du rausgefahren. Na also, hab ich ja doch rausgefahren. Außerdem wer ich wissen, was ich rausgefahren habe. Nix weißt du. Weißt du, was du rausgefahren hast? Was denn? Das Wasserfassel, das du zu den Kierbringer hast sollen. Das Wasser? Ja. Sei froh, dass ich nicht einen Odel zu den Kier zum Saufen gebracht habe. Du musst ja nicht so blöd daherreden, du Hausdepp. Moment einmal, gell? So, du fein mit mir ein bisschen sozialer reden. Was? Sonst werde ich nämlich landflüchtig. Geh zum Teufel. Da brauche ich nicht gehen, da bin ich schon. Hä? Aber nicht mehr lang, dass das weißt. Du oberbayerischer Tarzan. Das ist doch nicht zu fassen. So was musst du anhören, hä? Das haben wir schon wohl gehört. Tarzan. Herr des Dschungels. Ich mag jetzt nicht mehr. Weißt du, was machen wir? Morgen fahren wir in die Stadt zum Notar. Dann übergebe ich dir den Hof. Dann kannst dich du ärgern mit der Bande. Ja, das hast du aber schon oft gesagt. Und mir ist was draus geworden. Aber diesmal ist es mir ernst. Beim Notar habe ich schon alles geregelt. Brauchst nur noch unterschreiben, wenn du mit meinen Bedingungen einverstanden bist. Und der Teufel soll mich holen, wenn es nicht wahr ist. Vater, du kriegst von mir einen Austrag, dass du dich überall damit sehen lassen kannst. Und eine saubere Hochzeiterin legen wir da auch noch ins Bett. Ich brauch keine Hochzeiterin. Ich hab nur von den Teufelsweibern. Gut, das ist ja schneller gegangen, als ich mir gedacht hab. Jetzt bestell ich gleich die Hochzeit, dass ich nicht mehr zurück kann. Ja, gut. Ich komm halt auf Nacht rüber zu euch, gell? Jawohl. Hey, Barbara! Ja? Geh weiter, bring mir ein Handtuch. Ich hab's jetzt umfassen, jetzt klingt's mir aber, gell? Was ist denn los, Stasi? Und da brauchst du fragen, dein Vater. Jetzt hat er mir einen Rippler gegeben, dass ich bald im Brunnen nicht gefallen war. Dafür kriegst du jetzt von mir ein großes Trostpflaster. Warum? Ja, weil sich mein Vater mit dir so geärgert hat, dass er morgen zum Notar fährt und mir den Hof übergibt. Wirklich? Ja. Gut, dann bleib ich wieder da. Aber das sag ich euch gleich. Den Rippler, den muss er mir büßen, der Gläufe. Dafür kriegst du jetzt was von mir. Was möchtest du denn? Ein seidenes Halstücherl? Nein, muss nicht sein. Ja, oder Blusen? Hab ich doch schon eine. Oder eine silberne Halskette. Das ist so teure Sache. Ja, oder Geld. Siehst du, jetzt sind wir genau da, wo ich hinmehre. Wir waren mit 50 Mark. Gut, Stasi, die kriegst du von mir. Und mehr an Lohn kriegst du auch, wie ich Bauer bin. Ja? Ja. Das freut mich. Und von mir kriegst du Brautschuhe? Aha. So, jetzt muss ich aber die freudige Nachricht sofort zu meinen Leitfahren bringen. Verstehst? Also, für dich. Schönen Gruß an die Christi, gell? Ja. Die Puzzle wirst du dir selber bringen, hä? Jo, Hanselbauer! Hast du vielleicht schon die Brautschuhe am Bräutigam? Weil das ein Glückstag heißt. Ja. Also wenn du nicht gewesen warst, dann schau es nicht so freundlich her. Nein, also. Stasi, ich kann nicht anders. Ich muss dir jetzt ein Puzzle geben. Was hast du denn? Ja. Ach, so schmeckt es. Ja, so schmeckt es. Hast du dir gefallen? Ja. Du, das hat mir so gut gefallen, dass ich gleich nicht mehr aufhören möchte. Musst du deinen armen Schatz umschauen? Noch hast du es alle Tag? Okay. Wer mag denn mich mit meinem Blägen ausschauen? Okay, Stasi, musst du halt ein bisschen herrichten. Für mich war es gescheiter, wenn ich mich herrichten darf. Jetzt Spaß beiseite. Weißt du, Magnus, das ist ja so ein Kreuz bei mir. Ich muss einen falschen Vater gehabt haben. Deswegen bist du doch ein lieber Kerl. Das sagst du jetzt nur, weil da nichts anderes einfällt. Super, Magnus, dass der Herr da jetzt jetzt Handtuch. Was ist? Soll ich das Wasser auch gleich herrichten? Nein, ich geh zum Bach runter zum Baden. Führst euch dabei. Ja, also dann, führt dich. Also, das sag ich dir. Der Magnus, der gerade auch seiner Mutter noch, weil vom Vater hat der gar nichts. Du hast da wieder einen sauren Verdruss eingehandelt bei unseren Bauern. Ich? Ja. Okay, wieso denn ich? Wann schimpft und kränkelt denn der nicht, das frage ich dich. Ich hab ihn so dick. Weißt du, was der Gieser, was denn? Der, den mich meint hat, den da der Schlatter Gemeinheit heiraten. So, wenn
der Mannsbild 20 Jahre lang ohne Frau ist, dann werden die bösartig für die Affen. Der braucht unbedingt eine Frau. Da darf er seine Hitze schon vergehen und er darf gleich nicht mehr so gottlos daherren. Ich sag dir was, Stasi, mir lässt er jedes Mal ein kalter Schauer den Rücken hinunter, wenn ich bloß das Wort Teufel her. Herein! Ah! Aber was redet denn der Teufel? Bei uns brauchst du um gar nichts wundern. Schau ich so greislich aus? Nein, natürlich nicht. Na also. Ich mein, so wie halt der Kaminkehrer ausschaut, gell? Das meine ich auch. Willst du bei uns kehren? Nein, ihr kehrt nicht zu meinem Bezirk. Drum käme ich dich auch gar nicht. Nein, mir ist die Luft ausgegangen, weil ich einen Hufnagel habe in meinen Hintern. Hat der Gaul geschlagen? Lass mich noch gerade ausreden. Also. Die Luft ausgegangen ist mein Hinternradl von meinem Fahrrad. Und jetzt wollte ich fragen, ob ihr vielleicht ein Flugzeug habt oder so. Nur Nagel umfahren. Ja, es schafft Zeit, dann kann ich den Schinter kaum nur eine Stunde schieben. Warum? Wo musst du denn hin? Nach Bachhausen. Nach Bachhausen? Ja, dann nimm doch einen Omnibus. Geht da noch einer heute? Freilich. Ja, um 6 geht der letzte. 6? Ja. Ja, dann habe ich ja noch nur Zeit. Ja? Ja. Also, ja, dann hättest du eigentlich noch viel Zeit. Ja. So, geh weiter. Sitz dir ein bisschen her. Dankeschön. Sitz schön. Ja, halt mal. Du hast mich ganz draus gebracht. Der Kaminkehrer, der sitzt in dir. Was meinst du für deine Herisäs lauschen denn? Ach so. Ja. Bist du die Tochter da vom Haus? Nein, ich bin leider nur der Hausdepp. So deppert schaust du aber gar nicht aus. Wirklich? Du bist aber ein Kavalier. Die Wahrheit darf man doch sagen. Dankeschön. Weißt du, was ich dir jetzt sag? Was sagst du mir denn? Ich lass mich radeln bei euch da und morgen oder übermorgen, da hol ich es wieder. Ja gut, und ich stehe das dabei in Schupfen, dass es wenigstens unterm Dach ist. Ja, das ist nett von dir. Ja. Dafür kriegst du auch was von mir. Ja? Ja. Was denn? Nürnberger Busser. Bist du ein Nürnberger? Ja, das sagt man halt so dazu. Man lernt nie ausgehen. Ja. Den nimmst du dann als Betthupferl. Als Betthupferl? Ja. Das ist doch unsittlich. Ja. Das ist doch was Süßes. Ja. Also, morgen oder übermorgen, hol ich's wieder. Gut. Vierte. Dann holst du's wieder, dein Radl, gell? Vierte. Oh, weißt du, was wir denn? Nein. Ich gehe jetzt noch lieber schnell mit dir und sag dir, wo ich das Radl in den Schupfer reinstelle, ja, dass du es morgen auch findest, wenn es kommt, gell? Ja, ich sag dir das gleich. Hat jetzt mit dieser Teufel erschreckt. Aber in dem Haus da herin, da war es ja kein Wunder, wenn man bloß noch lauter Teufel sehen darf. Mein Gott, wo sprichst du denn jetzt extra von der Arbeit weg? Ja, weil dir was zeigen muss, was ich gefunden habe. Ja, ist jetzt weg hier, wo ist denn? Ja, das ist nur Zeit. Ich war da gerade beim Bachtrum, beim Baden. Ja? Und auf einmal schwimmt eine Limonadflasche daher. Nein. Und was meinst du, was drin war? Eine Limonade. Okay, eine Holzflasche schwimmt doch nicht. Schwimmt nicht. Ein Brief war drin. Was? Ich hab die Flaschen gleich erschlagen. Da ist er her. Ja, was soll ich da damit? Lesen. Lesen. Gut, ja, lesen. Lieber Finder, der gehört nicht mehr, ich heiße nicht Finder. Damit ist doch derjenige gemeint, der das Flaschen findet. Also, bin ungefähr einen Kilometer weit auf der rechten Seite des Baches bei dem seidenen Gebüsch. Weidengebüsch. Feigrot, Weidengebüsch. Beim Sonnenbaden. Du, von wem ist denn der Brief? Na, so viel ich weiß, von einem Weiberleid. So. Scheinbar war ich eingeschlafen, jedenfalls war ich beim Erwachen meiner sämtlichen Kleiderstrümpfe und Schuhe berauscht. Ja, was liest denn da alles zusammen? Das heißt doch gar nicht so. Ja, dann liest selber, wenn du das besser kannst. Also. Jedenfalls war ich beim Erwachen meiner Kleider, Schuhe und Strümpfe beraubt. Beraubt, sodass ich jetzt außer meinem Badeanzug nichts mehr habe. Bitte holen Sie mich bei entsprechender Dunkelheit mit. Mein Gott, du liest ja noch mehr Schmarrn zusammen wie ich. Bitte holen Sie mich bei einbrechender Dunkelheit mit einem Mantel oder sonst einem passenden Kleidungsstück ab, damit ich nicht die ganze Nacht hier kampieren muss. Ich hoffe, dass diese Flaschenpost aufgefangen wird. Hilde
Wie war's denn? Unlesbar. Ist aber ein blöder Name. Was sagst du dazu? Okay. Die städtischen Soldateien holen. So abgelegen kann der Winkel gar nicht sein, dass die nicht hinfinden. Nein, die wird der Teufel nicht holen. Die wird ich abholen. Ja, Fräulein, wollt ihr nichts dümmer sein? Okay, Vater, man kann das arme Mann nicht halbert nackert die ganze Nacht draußen lassen. Ja, ja. Was meint ihr, die für Angst aussteht? Wenn ich da draußen stehen müsste, wie die Eva, um ja, Gottes Willen. Da darfst du deine Hitze noch mal rausziehen. Ich hol jetzt meinen Mantel und dann hol ich das Mantel nicht ab, gell? Da, du bleibst da. Jetzt war mir das Wahre. Du stehst jetzt kurz vor der Hochzeit. Da darf keine Versuchung an dich herantreten. Ich sag, ich hol jetzt nicht. Was? Ich bin auch eine Tochter der Eva. Du? Ja, Fräulein. Bist ein Teufel sein Unterfutter. Jedenfalls schickt sich's besser, wenn eine Frau zu einer Frau kommt, ja, die wahrscheinlich genauso darstellt, als wie es unser Herrgott erschaffen hat, nicht? Ja. Weiter bring mir deinen Mantel. Gut. Nix da, nix da. Du gehst in deine Küche und riechst das Abendessen her. Zu einem Fall, da gehört ein kräftiges Mannsbild her, nicht wahr? Ja, wer weiß, ob das Mädel nicht so schwach ist, dass man es tragen muss. Ja, möchtest du es vielleicht am Ende du holen? Ja, natürlich. In meinem Alter kann einem die Versuchung nicht mehr so stark an. Ja, und tragen möchtest du sie auch noch? Ja, na. So, da schau nicht her. Ich hab mir gedacht, du darfst nichts Schweiß tragen mit deinem kaputten Kreis. Ja, geh weiter. So eine Fliege macht doch mir nichts aus. Aha. Ja. Aber ich bin draußen gewesen. Ich darf bestimmt nicht reintragen, gell? Nein. Da hat den Kranken ausschütteln. Denk dir nichts, Barbara. So schwer bist du auch wieder nicht. Gott, du bloß nicht frech, wenn ich sage. Komm, geh weiter, geh ihm nach. Das fällt mir doch gar nicht ein. Da weiß ich mir schon was Besseres. Ich geh zu meiner Christel. Da weiß ich wenigstens, was ich hab. Und der Vater muss ja schauen, was er kriegt. Der hat sich doch noch nie was gekümmert ums Weiberleid. Aber natürlich, wenn die Zeitungen alle voll sind von lauter nackerte Frauenzimmer, da kann sich auch ein Mannsbild für die nähere Umgebung überhaupt nicht mehr interessieren. Der Puzzle geben. Was hast du denn? Ach, so schmeckt es. So schmeckt es. Hat's dir gefallen? Ja, du, das hat mir so gut gefallen, dass ich gleich nicht mehr aufhören möchte. Musst du ja da auch meinen Schatz umschauen? Dann hast du es alle Tag. Okay. Wer mag denn mich mit meinem Blägen ausschauen? Okay, Stasi, musst du halt ein bisschen herrichten. Für mich war es gescheiter, wenn ich mich herrichten darf. Jetzt Spaß beiseite. Weißt du, Magnus, das ist ja so ein Kreuz bei mir. Ich muss einen falschen Vater gehabt haben. Deswegen bist du doch ein lieber Kerl. Das sagst du jetzt nur, weil da nichts anderes einfällt. Du magst, dass der Herr da ist jetzt Handtuch. Dankeschön. Was ist? Soll ich das Wasser auch gleich herrichten? Nein, ich gehe zum Bach runter zum Baden. Führst euch dabei. Ja, also dann führt mich. Also das sag ich dir. Der Magnus, der gerade auch seiner Mutter noch, weil vom Vater hat der gar nichts. Du hast da wieder einen sauberen Verdruss eingehandelt bei unseren Bauern. Die? Ja. Ja, wieso denn ich? Wann schimpft und kränkelt denn der nicht, das frage ich dich. Ich hab ihn auch so dick. Weißt du, was der Giso, was denn? Der, wie mich meint hat, den darf ja schlatter Gemeinheit heiraten. So, wenn der Mannsbild 20 Jahre lang ohne Frau ist, dann werden die bösartig wie die Affen. Der braucht unbedingt eine Frau. Da darf er seine Hitze schon vergehen und er darf gleich immer so gottlos daherren. Ich sag dir was, Stasi, mir lässt da jedes Mal ein kalter Schauer den Rücken hinunter, wenn ich bloß das Wort Teufel her. Herein! Ah! Was redet denn dir jetzt mit der Teufel? Bei uns brauchst du um gar nichts wundern. Schau ich so greislich aus? Nein, natürlich nicht. Na also. Ich mein, so wie halt der Kaminkehrer ausschaut, gell? Das meine ich ja. Willst du bei uns kehren? Nein, ihr kehrt nicht zu meinem Bezirk. Drum kenne ich dich auch gar nicht. Nein, mir ist die Luft ausgegangen, weil ich einen Hufnagel habe in meinen Hintern. Hat der Gaul geschlagen? Lass mich noch gerade ausreden. Also. Die Luft ausgegangen ist mein Hinternradl von meinem Fahrrad. Und jetzt wollte ich fragen, ob ihr vielleicht ein Flugzeug habt oder so. Nur Nagel umfahren. Ja, es schafft Zeit, da kann ich den Schinter kaum nur eine Stunde schieben. Warum? Wo musst du denn hin? Nach Bachhausen. Nach Bachhausen? Ja, dann nimm doch einen Omnibus. Geht da noch einer heute? Freilich. Ja, um 6 Uhr geht der Letzte. 6 Uhr? Ja. Dann habe ich ja noch genug Zeit. Ja? Ja. Also, ja, dann
Jetzt sag ich noch viel Zeit. Ja. So, geh weiter, sitzt dir ein bisschen her. Dankeschön. Sitzchen. Ja, halt weiter. Du musst mir ganz rausbrauchen, da komm hingehen. Der sitzt in dir, was meinst du für deine Sesel ausschauen? Denn? Oh, Moment einmal, gell? So, du fein mit mir ein bisschen sozialer reden. Was? Sonst werde ich nämlich landflüchtig. Das ist deine Idee. Da brauche ich nicht gehen, da bin ich schon. Hä? Aber nicht mehr lang, dass das war. Du oberbayerischer Tarzan! Das hab ich doch nicht gesagt. So was musst du anhören, hä? Das haben wir schon wohl gehört. Tarzan! Herr des Dschungels! Ich mag jetzt nicht mehr. Weißt du, was machen wir? Morgen fahren wir in die Stadt zum Notar. Dann übergebe ich dir den Hof. Dann kannst dich du ärgern mit der Bande. Ja, das hast du aber schon oft gesagt. Und mir ist was draus geworden. Aber diesmal ist es mir ernst. Beim Notar habe ich schon alles geregelt. Brauchst nur noch unterschreiben, wenn du mit meinen Bedingungen einverstanden bist. Und der Teufel soll mich holen, wenn es nicht wahr ist. Vater, du kriegst von mir einen Austrag, dass du überall damit singen lassen kannst. Und eine saubere Hochzeiterin legen wir da auch noch ins Bett. Ich brauch keine Hochzeiterin. Ich hab nur von den Teufelsweibern. Gut, das ist ja schneller gegangen, als ich mir gedacht hab. Jetzt bestell ich gleich die Hochzeit, dass ich nicht mehr zurückkomm. Na gut, ich komm halt auf Nacht rüber zu euch, gell? Jawohl. Barbara! Ja? Geh weiter, bring mir ein Handtuch. Ich hab mich nicht zum Fassen, jetzt kommt's mir aber, gell? Ja, was ist denn los, Stasi? Und da brauchst du fragen, dein Vater. Jetzt hat er mir einen Rippler gegeben, dass ich bald im Brunnen nicht gefallen war. Dafür kriegst du jetzt von mir ein großes Trostpflaster. Warum? Ja, weil sich mein Vater mit dir so geärgert hat, dass er morgen zum Notar fährt und mir den Hof übergibt. Wirklich? Ja. Gut, dann bleib ich wieder da. Aber das sag ich auch gleich. Den Rippler, den muss er mir büßen, der Gläufe. Dafür kriegst du jetzt was von mir. Was möchtest du denn? Ein seidenes Halstücherl? Nein, muss nicht sein. Ja, oder Blusen? Hab ich doch schon eine. Oder eine silberne Halskette? Das ist so teile Sache. Ja, oder Geld? Siehst du, jetzt sind wir genau da, wo ich hinmehre. Wir waren mit 50 Mark. Gut, Stasi, die kriegst du von mir. Und mehr Lohn kriegst du auch, wenn ich Bauer bin. Ja? Ja. Das freut mich. Und von mir kriegst du Brautschuhe? Haha. So, jetzt muss ich aber die freudige Nachricht sofort zu meinen Leitwand bringen. Verstehst du? Also, für dich. Schönen Gruß an die Christi, gell? Ja. Die Puzzle wirst du dir selber bringen, hä? Jo, Hanselbauer! Hast vielleicht schon die Brautschuhe am Bräutigam? Weil das ein Glückstag heißt. Also wenn du nicht gewesen warst, dann schau mir es nicht so freundlich her. Mein Stasi, ich kann nicht anders. Ich muss dir jetzt ein Puzzle geben. Sind der Ausdruck scheiße lenig, hä? Meinst du bist du der Blätter? Ja, wo? Gehst du noch gut beieinander? Hä? Erhitzen hat's auch. Ja. Da der Spaß dir im Winter ein Haufen Holz. Naja, wenn's auch kein neues Spielzeug mehr ist, aber bei dir kann es sein, dass es noch einen Ableger von dir gibt. Ja, lieber lass ihn mir vom Teufel holen. Das besorgt nachher schon die Barbara. Ja. Da habe ich gar keine Angst. Also, was ist jetzt? Sind wir uns einig? Na, bestell ich gleich die Hochzeit. Ich sag nicht ja und sag nicht nein. Was sagst du da? Das kann ich dir heute nicht sagen. Du Vater, gib mir mal den Zündschlüssel vom Traktor. Was möchtest du heute noch mit dem Traktor? Ja, das Fassel mit dem Odel fahr ich noch schnell hinaus. Was? Das kann man doch bei der Hitze nicht stehen lassen. Da wird's gestinkert. Das hat doch die Straße heute schon rausgefahren. Nein, das ist nicht gut möglich, weil es noch draußen steht. Ja, Sie lesen, die wird doch nicht. Na, der spielt ja Stange grad. Ja, das fällt jetzt schon gar nicht mehr auf. Na, Schwiegervater, wie steht's jetzt? Ah, oh, da wird was haben mit Schwiegervater. Ja, tut der Vater noch nichts dergleichen zum Übergeben? Mein Lieber, das ist ein ganzer Dickschädler, der. Allerweil ausziehen und vertrösten. Wenn du meinst, du hast ihn, nachher ist er dir schon wieder durch die Finger, wie ein Fisch. Mei, bis der mir übergibt, aber bin ich nicht mehr heiratsfähig. Na ja, warte nur, Magnus, den bearbeite ich schon so lang, bis er ans Dumm wird. Na, das erlebst du nicht, dass mein Vater was zu tun wird. Wo ist denn die Stasi, dieses Regimentsrindfisch? Na, die muss jeden Augenblick mit der Besten vorkommen. Warum? Die fangt von mir an, dass der Teufel holt. Jetzt hat er endlich wieder einen Grund, seinen Schutzpatron anzurufen. Ja, soll ich bei sowas vielleicht sagen, lieber Gott, ich danke dir.
Ja, was hat's denn gegeben, Vater? Ja, was? Da hat dieses Rindlich nicht mit dem Wasserfassel zum Blumenkirsten auf die Wiesen aus. Und das Odelfassel lässt stehen bei der Hitze. Soll ich da nicht der Teufel reinfahren? Ja, der wird jetzt in den Odelfassel reinfahren, dass er recht stinkt und ich nachher kein Teufel mehr rühren kann. Ach, geh du mit deinen blöden Witzen, ich weiß. Ja, da kommt ja schon gerade. Stasi, geh mal rein da! Mein Lieber. Ja, geht, da kann doch Stasi nichts dafür. Hätte dir halt zuerst sagen sollen, was für ein Fassel nehmen soll. Ja, das sag ich auch. Ja, sag ich. Der Teufel soll dich holen, wie es gehst und stehst. Das ist nichts Neues. Warum? Was ist denn los? Was hast denn du heute auf die Wiesen rausgefahren? Ein Odel, wie du mir angeschafft hast. Ein Dreck hast du rausgefahren. Na also, dann hab ich dir doch rausgefahren. Außerdem werde ich wissen, was ich rausgefahren habe. Nix weißt du. Weißt du, was du rausgefahren hast? Was denn? Das Wasserfassel, das du zu den Kühen bringen hast sollen. Das Wasser? Ja. Sei froh. Dass ich nicht einen Odel zu die Kirche zum Saufen gebracht hab. Du nicht so blöd daherreden, du hast die. Moment einmal, gell? Sollte ich gleich die Hochzeit, dass ich nicht mehr zurückkomm. Na gut, ich komm halt auf Nacht rüber zu euch, gell? Jawohl. Barbara! Ja? Geh weiter, bring mir ein Handtuch. Ja, gleich. Ich bin nicht zum Fassen, jetzt kommt's mir aber, gell? Ja, was ist denn los, Stasi? Und da brauchst du Frank, dein Vater. Jetzt hat er mir einen Rippler gegeben, dass ich bald im Brunnen nicht gefallen war. Dafür kriegst du jetzt von mir ein großes Trostpflaster. Warum? Ja, weil sich mein Vater mit dir so geärgert hat, dass er morgen zum Notar fährt und mir den Hof übergibt. Wirklich? Ja. Gut, dann bleib ich wieder da. Aber das sag ich auch gleich. Den Rippler, den muss er mir büßen, der Kläufe. Dafür kriegst du jetzt was von mir. Was möchtest du denn? Ein seidenes Halstücherl? Nein, muss nicht sein. Ja, oder Blusen? Hab ich doch schon eine. Oder eine silberne Halskette. Das ist so teure Sache. Ja, oder Geld. Siehst du, jetzt sind wir genau da, wo ich hinmehre. Wir waren mit 50 Mark. Gut, Stasi, die kriegst du von mir. Und mehr Lohn kriegst du auch, wenn ich Bauer bin. Ja? Ja. Das freut mich. Und von mir kriegst du Brautschuhe. So, jetzt muss ich aber die freudige Nachricht sofort zu meinen Leitwand bringen. Verstehst du? Also, für dich. Schönen Gruß an die Christi, gell? Ja. Die Puzzle wirst du dir selber bringen, hä? Jo, Hanselbauer! Hast vielleicht schon die Frau schon ein Bräutigam? Weil das ein Glückstag heißt. Also wenn du nicht gewesen warst, dann schau mir es nicht so freundlich her. Nein, also. Stasi, ich kann nicht anders. Ich muss dir jetzt ein Puzzle geben. Was hast du denn? Ach, so schmeckt es. Ja, so schmeckt es. Hast dir gefallen? Ja, du, das hat mir so gut gefallen, dass ich gleich nicht mehr aufhören möchte. Musst du deinen armen Schatz umschauen? Dann hast du es alle Tag. Okay. Wer mag denn mich mit meinem Bläden ausschauen? Okay, Stasi, musst du halt ein bisschen herrichten. Für mich war es gescheiter, wenn ich mich herrichten darf. Jetzt Spaß beiseite. Weißt du, Magnus, das ist ja so ein Kreuz bei mir. Ich muss einen falschen Vater gehabt haben. Deswegen bist du ein lieber Kerl. Das sagst du jetzt nur, weil da nichts anderes einfällt. Super, Magnus, was? Dass der Herr da ist jetzt Handtuch. Ja, was ist? Soll ich das Wasser auch gleich herrichten? Nein, ich geh zum Bach runter zum Baden. Fürst euch dabei. Ja, also dann führt mich. Also das sag ich dir. Der Magnus, der gerade auch seiner Mutter noch, weil vom Vater hat der gar nichts. Du hast da wieder einen sauberen Verdruss eingehandelt bei unseren Bauern. Die? Ja. Ja, wieso denn ich? Wann schimpft und kränkelt denn der nicht, das frage ich dir. Ich hab ihn so dick. Weißt du, was der Giso?